Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind seit Freitag, also seit vorgestern hier in Hannover auf der Pferd und Jagd und wurden vom Veranstalter zur Messe eingeladen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wir waren auf jeden Fall gestern schon fleißig unterwegs, hatten das Blogger-Treffen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Video werden, wo ich euch einfach ein paar Eindrücke der Messe mit reinbringe und eventuell auch direkt am Ende meine Einkäufe zeige, weil wir jetzt gestern noch gar nichts gekauft haben und wenn es nicht so viel wird, dass es ein eigenes Video werden kann, dann packe ich es einfach hier mit dazu. Wir sind jetzt in Hannover. Mal willst du auch mal Hallo sagen, dann muss ich auf den Verkehr konzentrieren. Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren, ja. Hallo. Also, ohne Scheiß, die Jacke gefällt mir echt gut. Welche Jacke gefällt dir gut? Ja. Mama, was hast du getan? Mir ist eine Tomate auf die Hose gefallen. So was Doofes. Wir frühstücken jetzt erst einmal. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Showbüro. Und hier ist die große Showring. Und wir schauen jetzt mal, wo wir hin müssen. Gleich geht's los. Wir warten jetzt hier gerade, dass das Programm-Treffen anfängt. Und ein paar Leute warten schon. Ja, sind euch alle da und wir beginnen jetzt mit dem ersten Part eurer Lieblings-Pferdeblogger. Und jetzt begrüßt hier auf der Bühne auf dem Red Carpet und Isabel Hildebrandt und Carina mit dem Blog Cordy Kugelblitz. So, wir haben jetzt gerade das Blogger-Treffen. Hier sind ganz viele Leute. Die Mama auch. Ja, also sind wirklich viele Leute da und ich freue mich natürlich, euch alle zu treffen. Und jetzt geht's weiter. Also wir grüßen aber die Fibel Molinos. Ja, ich fühle euch gedrückt. Genau. Und vor allem Chiara und Carlotta und so. Ne? Ja. Also eigentlich habt ihr jetzt nur jemanden gegrüßt. Ja, ist okay. Ist okay. Mist, da kann ich. Nein, Papa erkennt mir sofort. Wenn Papa dabei ist. Und ein Lächeln nochmal dabei. Sehr nett, danke. Isa, fällt dir? Ja. Sehr gut, ja. Wie heißt du das? Lena. Wenn sie sich selber sieht, dann schreibt sie auch ein schönes Kommentar. Ja, sagt sie gerade. Ich grüße meine Schwester Sophie. Warum ist Sophie nicht hier? Tja, das frage ich mich leider auch. Das kommt ins Video, gell? Tja, du bist jetzt drin. Film sie mal. Wen? Sie. Ah, jetzt hat sie auch gefilmt. Komm, dann erzähl mal was von dir. Wie heißt du? Wo kommst du her? Ich heiße Arina. Und? Ich komme aus Deutschland. Aus Deutschland? Nein, ich komme aus dem Norden. Aha. Aus dem Norden. Schön. Ja. Ciao. Tschüss.
und ciao. Hab's gut gemacht, oder? Super gut gemacht. Du bist voll der Interviewer. Aber hallo. Richtig professionell. Wer bist du? Wo kommst du her? Hallo. 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 Ich bin der Isa übrigens. Deine Mama sollte demnächst auch mal hier so eine Autogrammstunde geben. Ne? Die ist mindestens genauso bekannt und berühmt wie du. Genau. Sollen wir mal die Anja besuchen? Hallo! Ja, seid froh, dass ihr jetzt da seid und nicht eben, weil eben konnte man hier nicht laufen. Na, hallo, kleiner Schatz, hallo! Ja, der Soli. Süß! Oh. Oh. Ich singe richtig schön. Ja, lecker. Dürfen wir jetzt trinken? Ja. Okay. Sponsoring bei... Schmeckt sehr gut. Ich habe mir gerade aus Versehen, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber Senf anstatt Mayo auf meine Pommes gemacht. Ich habe gedacht, das ist Mayo, aber es war Senf. Wir schauen uns jetzt gleich die Gala-Show, Gala-Nacht, die Nacht der Pferde an, den Showabend. Und haben jetzt auch noch gar nichts gekauft, heute noch nichts, weil wir keine Zeit hatten. Und haben uns aber jetzt mal einen groben Überblick verschaffen und morgen shoppen wir dann auch nach. Was verschafft? Ja, mein Kopf arbeitet gerade nicht mehr so gut. Ja, aber ja, haben eigentlich bis jetzt nur gegessen, sind rumgelaufen und haben viele nette Leute von euch getroffen. Hihi. Wir sind jetzt schon wieder auf der Messe, suchen uns einen Parkplatz und müssen erstmal irgendwas frühstücken. Aber irgendwie habe ich keine Lust auf Brötchen oder so. Vielleicht esse ich auch gleich was Warmes morgens um 10. Und du? Ich werde mir ein Brötchen holen. Jetzt müssen wir aber erstmal unsere Karten zeigen, dass wir uns einen Parkplatz suchen dürfen. Wir haben jetzt schon mal unsere ersten Einkäufe ins Auto gebracht und suchen uns jetzt erstmal was zum Frühstücken. Ja. Gehen wir mal? Ja. Gehen wir mal? Ja. Gehen wir mal? Gerade. Ich habe einige unserer Freunde hier. Hallo. Yvonne. Hast du schon gesehen? Ich habe ein Star Wars Pflaster. Kann man das so sehen? Warum hast du dich verletzt? Ja, ich habe mich geschnitten. Geil, oh yeah, oder? Das ist geil. Warum hast du kein Pferdepflaster? Das ist so. Weil es keine gab. Okay. Die Yvonne ist hier. Hi. So, wen haben wir hier noch? Die Kira ist noch Hallo. Hier. Okay, mehr als Hallo will sie nicht sagen. Nee, Sarah. Hallo! Ich sag auch Hallo. Okay, mehr als Sarah. Hallo will Sarah auch nicht sagen. Und die Kati? Hallo. Will auch ich nicht mehr auch als Hallo sagen. Zu sagen. Und auch sagen, was wir sagen sollen. Die Mona ist noch da. Oh, hallo. Unsere super Fotografin. Hi. Muss man, ach, da muss man rein. Da unten muss man rein. Kann, genau. Oh, nicht so nah. Okay. Und genau, hier ist immer noch. Immer noch. Ach so, und die Mama ist auch mit dabei. Ich weiß auch gar nicht, warum sie mich filmt. Und heute ist es um einiges kälter in Hannover. Heute am Sonntag spielt das Wetter hier nicht so gut mit. Obwohl es ist wärmer als bei uns. Bei uns war es die ganze Zeit gefroren, die letzten Tage. Was denn hier? Was machen wir hier? Wir sind hier, oh Gott, ich sag mal Jagd und Pferd. Aber es ist ja Pferd und Jagd. Es geht erstmal um die Pferde. Wir sind auf der Pferd und Jagd in Hannover. Und wir stehen hier mit unserem Fotobus Cliff McLane. Das ist so ein umgebauter, alter Oldtimer-Bus, wo wir einen Fotoautomaten reingebaut haben, wo die Leute aber selber Bilder machen können. Also die können selber auslösen, die können sich ganz viele Sachen nehmen. Hier kann man noch Super Mario spielen, wie man sieht. Man kriegt die Fotos direkt mit, man kann sich die Fotos sofort runterladen. Ja, die Leute haben ganz viel Spaß. Jetzt ist auch gerade eine kleine Schlange hier bei uns. Die Leute sitzen halt auf dem Sofa drauf, haben plötzlich einen Fernseher und einen Fußauslöser und damit gehen die halt ganz nah an die Kamera ran und können ganz viele Bilder machen. Ja, so lange ist die Zeit abgelaufen. Cool, cool, sehr schön. So, wir waren jetzt gerade eben hier in diesem Selfie-Omnibus von Cliff McLane. Habe ich das erste Mal jetzt so in der Art gesehen, generell. Das ist halt dieser Bus und da kann man so ganz viele Accessoires mit reinnehmen, Brillen und Fotoapparat und Mikrofon, alles mögliche und kann halt Selfies in dem Bus machen. Hat so ein Fischauge, deshalb total den coolen Effekt. Und wir waren da drin, haben ein paar Fotos gemacht, da hat man eine Minute Zeit und kann dann da Bilder machen und es macht auf jeden Fall viel Spaß, da kommen sehr witzige Bilder bei raus. Und ja, ich durfte auch für euch filmen, wie das Ganze funktioniert und zeige euch das jetzt mal. Und ja, also wenn ihr mal irgendwo auf einer Messe oder Veranstaltung oder eventuell auf der Equitana diesen Bus stehen seht, geht auf jeden Fall rein, es macht Spaß. Wir sind das Meer.
Wir sind jetzt schon wieder zu Hause von der Pferd und Jagd und hatten auf jeden Fall ein super, super, super schönes Wochenende. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an die Veranstalter der Pferd und Jagd für die Einladung und auch die super gute Organisation bei dem Blogger-Treffen, wo halt wirklich auch einige Leute da waren. Und es war wirklich super organisiert, dass da auch kein Chaos entstanden ist und jeder, der zuerst da war, auch zuerst drangekommen ist und so. Also es war auf jeden Fall super organisiert. Als kleines Giveaway gab es von der Pferd und Jagd auch noch so einen coolen Beutel mit dazu und eine Regenjacke. Und ja, also es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich da sein durfte. Dann wollte ich euch ja auch noch zeigen, was ich alles gekauft habe. Und zwar war das jetzt eigentlich gar nicht so viel Besonderes. Ich habe für mich dann doch leider 2 Schabracken gekauft, weil die halt ein bisschen viel reduziert waren und ich habe schon so oft mit denen geliebäugelt. Eigentlich schon vor einem Jahr habe ich mir gedacht, kaufst du dir die oder kaufst du die nicht oder kaufst du sie dir oder kaufst du sie dir nicht. Und jetzt habe ich sie mir dann doch gekauft. Eine hellblaue und eine dunkelblaue von Escadron aus der Paisley-Kollektion oder so heißt die, glaube ich. Ja, also die habe ich wirklich schon vor einem Jahr gesehen und fand sie vor einem Jahr schon schön und jetzt habe ich sie mir halt gekauft. Ja. Ja, dann habe ich mir auch noch ein neues Halfter gekauft und zwar dieses hier in Mintgrün und Weiß und so ein Khaki-Grün, glaube ich, ist es noch, weil ich einfach sowieso ein großer Mintgrün-Fan bin. Ansonsten habe ich noch diesen super kuscheligen Schal von HKM bzw. von der Yvonne bekommen. Danke nochmal dafür. Und ich liebe die einfach im Moment, weil die so schön kuschelig sind. Und ja, dann habe ich noch eine Mütze gekauft für eine Freundin, also die ich ihr dann schenke. Und für eine andere Freundin habe ich noch diese Schabracke von Escadron mitgebracht, plus Halfter plus Strick in Blackberry. Das war irgendwie diese Sonderkollektion für die Pferd und Jagd und weil sie nicht kommen konnte, habe ich ihr die Schabracke mitgebracht. Also die ist nicht mir, die habe ich nur im Auftrag gekauft und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige sie euch trotzdem mal. Ja, also das war's. Viel habe ich dieses Jahr nicht gekauft, aber man muss ja auch nicht immer so viel kaufen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet einen Eindruck von unserem Wochenende auf der Pferd und Jagd bekommen. Ich fand's super schön und ja, freue mich schon aufs nächste Jahr. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!